So, und damit herzlich willkommen zurück zu Age of Empires. Und ich schaue direkt mal hier hinten vorbei. Was haben wir denn hier, wollte ich gerade sagen. Dumme Trottel haben wir hier. Mir auf die Nerven gehen. Und hier? Ja, gut, da auch. Ja, okay, da muss ich mich nicht unbedingt drum kümmern. Ich mache hier nochmal ein paar Truppen. Damit die mir nicht weiter auf die Nerven gehen. Die hier hätten wir ja schon. Wo sind die denn? Ach, die haben da aufgemacht. Wann dann das? Wo kann ich eigentlich noch Holz abbauen, sinnvoll? Hier unten. Ja, weißt du was? Ich schick... Na ja, gut, da oben brauche ich eigentlich echt niemanden mehr hinschicken. Nee, die schicke ich dann hier runter. Obwohl, irgendwo hier muss doch noch ein bisschen mehr Holz sein. Stimmt, hier hinten eigentlich. Toll. Ich brauche Holz. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Really? Ihr geht da drauf. Und jetzt genau auf die. So, jetzt auf die. Der kann es echt nicht lassen. Was ist denn hier? Wow. Wow, die drei Truppen. Ich mache mir eher Gedanken um Gelb und so weiter. So. Die kommen hier runter. Also ein bisschen auf Verteidigungsposition. Hier muss ich wieder was kaufen. Jetzt haben die das schon wieder... Jetzt haben die das einfach schon wieder genutzt. Gold ist... Holz ist so teuer bei dem Spiel hier. Und so kostbar. So, Sekunde. Ich würde hier jetzt gerade noch mal ein paar hiervon machen. Die kosten Holz. Toll. Dann kann ich die doch nicht machen, weil ich will die Burg hier loswerden, damit ich hier besser abholzen kann. So wird das aber erst mal nichts. Nein, nein. Ah, toll. Ja, vergesst es, Leute. Ich mache hier jetzt einfach ein paar von. Wie diese trotzdem bekommen, obwohl es so aussieht, als würden sie vorbeischießen. Ich weiß echt nicht, was der für Störungen hat, dass der mich da die ganze Zeit angreifen muss. Ich brauche auf jeden Fall hier dann gleich nochmal ein paar mehr Dorfbewohner. So, ja, ihr geht auch alle mit. So, viel Spaß mit dem. Was haben wir denn da oben schon wieder? Okay, nichts mehr. Jetzt muss ich mich echt so langsam drum kümmern, dass der wegkommt, weil der geht mir echt auf die Nerven mittlerweile. Na, okay, stimmt, hier brauche ich ja Holz für. Nee, weißt du was, lassen wir gut sein, Holz brauche ich noch. Und hier? Ja, die kosten ja auch Holz. Toll.
Habe ich hier so ein Teil schon gemacht? Nee. Brauche aber zwei Stück, damit es nicht so ewig dauert. Obwohl, weißt du was, ich lasse das die Burg machen, das geht schneller. So. Ich weiß echt nicht, was die mit meinen Mauern für Probleme haben. Das sind einfach nur Mauern. Nichts weiter. Wo ist der jetzt schon wieder hin? Hallo, Belagerungsunaga? Hä? Bin ich jetzt dumm? Wo ist der hin? Oh. Scheiße. Der geht mir echt auf den Sack. So. Ich werde den sowas von ausrotten gleich. So, ihr paar normalen Dorfbewohner hier. Kommt mal mit. Nee, nicht du da oben. So, ihr könnt nämlich hier oben ein bisschen Holz abbauen. Habe ich noch irgendwelche ungenutzten Dorfbewohner? Ja, euch. Wo sind sie denn jetzt hier schon wieder? Oh, ich habe das hier ganz vergessen zu regulieren. Dann brauche ich jetzt ein paar neue Dorfbewohner, glaube ich. Die sind, glaube ich, nicht mehr am Leben. So, Nummer 1. Ja gut, so viel müssen es jetzt auch nicht sein. Ah, wo denn jetzt schon wieder? Okay, hier. Der weiß nicht, worauf er sich einlässt. Aber das war tatsächlich klug von ihm. Fuck, es funktioniert halbwegs sogar. Lelda hat das gerade seinen eigenen Mönch mitgekillt. Trotzdem nervt er. Leute. Seid ihr jetzt schon... Ja, sie sind im Grunde schon wieder fast alle draufgegangen. Weil sie in die Burg reingelaufen sind. Hier war nur noch zwei... Ah, ich brauche noch einen. Das sehe ich jetzt erst. So, irgendwelche untätigen Leute. Nee, nicht wirklich. Okay, dann brauche ich hier nochmal ein paar... Nur auf die Nerven. Durchgehend.
Was habe ich euch darüber gesagt, dass ihr nicht dort runtergehen sollt? Richtig. Seid nicht dumm. Im Gegensatz zu diesem Gegner hier, der soll ruhig dumm sein. Dann geht er mir nämlich gleich nicht mehr auf den Sack. Ah, okay, ist ein bisschen was. Viel konnte ich mir jetzt nicht leisten, aber ein bisschen was. Lel. Ernsthaft? Nee, nee, Leute, geht auf das da. Vorerst. Dann schicke ich noch ein paar nach. Genau. Dorthin. Leute, könnt ihr mal helfen? Nein, 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 nein. Nicht gut. Wo hat er die ganzen Scheißteile her? Man sollte echt den Gegnern die Scheiß Belagerungsanlage und so weiter einfach verbieten. Die haben es nicht verdient, sowas zu nutzen. Die würdigen gar nicht, was man mit denen machen kann. Und das ist halt auch seine einzige Strategie. Was anderes macht er nicht. Okay, da oben baut... Oder hat er wieder gebaut. So, alles da hoch. Ja, weißt du was? Ihr könnt euch gerade noch um die kümmern. Oder auch nicht. Ja, und paffen euch auch noch da drüber. So. Ja, nee, lass gut sein. Ja, das ist unnötig. So, das Dorfzentrum hätten wir. Ja, okay, die brauchen immer ein bisschen länger, bis ich die Husaren hab. So. Grün muss halt echt vom Fenster weg. Der geht mir echt so sehr auf die Nerven. Bin gerade am Überlegen, ob ich einfach mal genau die gleiche Taktik mache wie er. Die Teile sind nur halt scheiße teuer. Deswegen nehme ich die halt normalerweise auch nicht. Die sind echt scheiße teuer. Ich greife mal die Burg da oben an, damit ich dort gleich sonst wieder normal Zeug abbauen kann. Wo denn jetzt schon wieder? So.
Burg dürfte hoffentlich nicht zu lange dauern. Ach, ich hab da ja Leute. Okay. Sekunde, dann schicke ich da natürlich mal einen Mönch hoch. Dann ist das da Teil als nächstes dran. So, direkt nachdem ich die ganzen Kackdorfbewohner aus dem Weg räume. Auf jeden Fall alle, die hier in die Nähe kommen. Irgendwann werden sie ihre Lektion schon lernen. Hallo. Hallo. Geh da hin. Der will ja einfach nicht auf mich hören. So, und jetzt bitte, bitte die Teile. Die gehen so sehr auf die Nerven. Da ist er auch direkt mit den Teilen. Okay, ja. Hol. Hol und jetzt bring's da runter. Dann schicke ich dich auch mal hier in die Nähe. Ja, hopp. Helft doch mal mit, Leute. Ah, toll, da kann ich drauf scheißen. Okay, ich bekomme wenigstens das Teil noch. So, jetzt dort. Ich muss die halt echt beseitigen. So. Ja, ich hoffe es nicht mehr. Habe ich noch Truppen, die hier übrig geblieben sind? Jawohl. Leute, ihr geht jetzt auch einfach mal da hoch. Und supportet den einzelnen Mönch, der dort jetzt steht. Und wahrscheinlich da sonst nicht mehr lange steht. Und währenddessen geht ihr einfach mal hier schon mal in Verteidigungsposition, indem er dort angreift. Das nenne ich Verteidigungsposition bei mir. Jetzt hier ernsthaft. Okay, mittlerweile sind sie anscheinend nicht mehr so ganz schlimm. So, was haben wir hier? Ist die Reliquie schon weg? Scheiße. Die sind echt schnell. Nee, weißt du was? Dann machen wir es halt so. Dann bekehre ich einfach euch das Gebäude hier weg. Scheiße, er hat den noch gekillt. Was ein blödes Arschloch. Kann er mal mit dem Mist aufhören? Wie viele von denen will er noch bauen? Ganz ehrlich. Der geht mir echt so auf den Sack. Der greift ja mit fast nichts mehr anderem an.
So, das da hätten wir dann. Und jetzt das Teil. Währenddessen greifst du... Nee, greif da drüben an. Da habe ich ja schon ein paar Sachen angegriffen anscheinend. Super macht ihr das, Leute. Ach nee, weißt du was? Ich scheiß drauf. So, ich weiß, die sind eigentlich fürs Angreifen von Gebäuden nicht so unbedingt gemacht. Aber hey. Sie reichen trotzdem aus. So. Denn was der kann, kann ich mindestens genauso gut. Und er lässt mich damit tatsächlich anscheinend sogar ziemlich in Ruhe. Vielleicht merkt er jetzt auch mal, wie unglaublich kacke asozial diese Strategie ist. Ich meine, ich habe nur Onagan, er hat Belagerungs-Onagan. Sprich, die sind noch sehr viel heftiger. Aber auch die hier hauen schon so ein bisschen rein. So. Ich vermute, das gleiche werde ich dann bei seinem Team mit Geld machen, weil der macht hier genau das gleiche bei uns da oben immer. Und immer wieder. Gelb, ernsthaft. Weiß der überhaupt, wie sehr er sich da dran stellt? Das ist jetzt aber schade, dass ich die... Oh, fuck. Ich glaube, mittlerweile hat er mich entdeckt. Ah, Kacke. Okay, ich mache nochmal normale Truppen zusätzlich. So viele brauche ich davon jetzt aber nicht mehr. Ja, ja, trotzdem, dass er seinen eigenen Mist fressen darf. So. Er braucht Steine. Okay, ja gut, Steine kann ich dir nicht wirklich geben. Wenn jemand Nahrung braucht, dann ist das was anderes. Nahrung hätte ich gerade ein klein wenig. Da hätte ich tatsächlich noch was übrig. Habe ich irgendwo noch untätige Dorfbewohner? Ja, da oben. Okay, du kümmerst dich um das Feld da. Da ist ja noch ein Feld, was nicht gemacht ist. Okay. Ja, der darf sich eigentlich halt nicht recovern hier wieder. So viel hat er ja auch nicht mehr. Er hat noch hier die drei Dorfzentren. Und dann halt noch eine Burg. Und sonst nur noch Kasernen und so weiter. Das muss ich eigentlich halt hinbekommen. So, wie viel habe ich davon jetzt nochmal? Okay. Ich habe halt nicht so viel Truppen, als dass ich sagen könnte, ja, ich habe jetzt auf jeden Fall ausgesorgt und mit dem nächsten Angriff habe ich ihn dann. Genau diese Situation brauche ich. So, hier noch ein paar... Hier noch eine Kleinigkeit. Da war er gerade schon wieder. Ich habe wieder zu wenig Holz gehabt. So.
Wie wäre es denn, wenn ich nochmal zum Angriff gehe, übergehe und diesmal. Ja gut, die Gebäude muss ich halt eigentlich wegmetzeln, weil sonst kommt er die ganze Zeit mit Truppen nach, während es nicht seine Dorfzentren und so weiter angreifen und das will ich nicht unbedingt. So. Ja gut, ihr könnt schon mitgehen, ne? Okay, bisher noch nichts, noch keine Reaktion. Okay, da ist noch so ein Teil. Gehen wir einfach mal dahin. So. Ich hätte nicht gedacht, dass wir für einen Gegner dann doch am Ende so lange brauchen könnten. Weil sonst ging es ja immer die letzten Parts unglaublich schnell mit den Gegnern. Aber wow. Bei dem hier brauchen wir ein bisschen länger. Also, greift einfach mal dort an. Ja gut, ihr könnt schon dorthin. Ihr geht dort drauf. So. Super. Da läuft das Ganze ja wie geschmiert. Nee, ihr geht mal da drauf. Ich weiß nicht, wieso er die Teile die ganze Zeit zurückhält. Und dann, wenn man dort in die Nähe kommt, dann packt er die aus. Ich verstehe den Grund dafür nicht. So. So, dorthin. Wie meine Teammates halt wirklich einfach dann mit einzelnen Truppen hier teilweise reingehen. Ach, scheiß drauf. Ah, fuck. So, jetzt geht er dorthin. Nee, du wirst das garantiert nicht gegen reparieren. Ja, weißt du was? Erstmal auf das Gebäude, danach könnt ihr den Rest erledigen. Und jetzt dort drauf. Ihr tötet sie. Und wir gehen danach auf das Gebäude. So, und dann hier noch ein paar. Ja, okay. Oh, da fehlt es mir in Gold. Tatsache. Ah, ich habe keinen Marktplatz mehr, deswegen fehlt es mir in Gold. Das macht natürlich irgendwie Sinn. So. Nee, Leute, chillt doch mal. Ihr geht schon weiter, ihr geht da drauf. So, wohl erst das Teil. So, ihr geht jetzt dorthin.
So. Und jetzt weiter auf die Burg. Haben wir die Burg? Ja, Burg ist down. Wie er da einfach komplett ignorant weiterhin versucht. Das ist schon lustig irgendwie. Aber wenn ich mir das so ansehe, könnten wir ja auch... Na, wo war das? Wo war mein anderes Teil? Ah, hier ist meine andere Basis. Ah, stimmt. Ich wollte ja eigentlich mit denen die Burg angreifen. Was ich jetzt aber mache... Ach, scheiße. Ich habe nicht genug Gold schon wieder. Mist. Ich wollte jetzt nämlich mit einer Menge von denen dort oben angreifen, aber jetzt habe ich natürlich kein Gold. Ist mein Dorfwohner hier eigentlich schon ausgebildet? Super. Sekunde, dann geht ihr. Ist er denn irgendwo nochmal fertig? Wow. Okay, jetzt. Einmal alle da unten dran und jetzt könnt ihr wieder fahren. Hi. Die hier steht auch noch unnötig rum. Du auch. Okay, gleich müsste ich dann wieder ein bisschen Gold bekommen. So, dort unten. Dann mache ich ein paar Marktkarren. Ja gut, ich könnte jetzt halt ein paar normale Truppen machen, die halt sehr viel schwächer sind. Die kosten halt dann aber auch... alle Holz. Und Holz habe ich halt auch nicht im Überfluss. Noch nicht. Was ist denn jetzt... Wow. Der Feind ist in deiner Stadt. Das ist mein Verwündeter. Ihr seid so unglaublich dumm. Ganz ehrlich. Vielleicht sind die NPCs mittlerweile sogar noch dümmer als früher. Man könnte es schon fast so sagen. Wo fahren die jetzt hin? Habe ich die dort jetzt gerade hingeschickt gehabt? Okay. So, ich schicke euch mal darüber. Dann könnte ich beim Marktplatz mal ein bisschen Holz verkaufen. Dafür gibt es ja eine Menge Gold. Weil Gold brauche ich halt auch. So, und die Burg schickt die mal dahin. Wo denn jetzt hier schon wieder?
Du wirst ihn definitiv nicht mehr healen. So. Und ihr seid auch fertig. Gut. So. Jetzt mangelt es halt wieder ein bisschen an Holz. Aber ich kümmere mich drum. Auf jeden Fall probiere ich's. Ich habe halt sehr, sehr viel weniger Holzfäller, wenn ich das... Ja, okay, 26 jetzt. Welche Leute, die nichts tun? Ja, ihr. Hä? Ach, ihr. Wie wär's denn mit hier noch ein bisschen Holz abbauen? Ja gut, du kannst wahrscheinlich neben Holz abbauen, obwohl doch hier. Ob das am Ende so viel bringt, weiß ich nicht. So. Okay, da kommen die ersten von denen schon an. Habe ich nicht die anderen auch hierher geschickt? Habe ich nicht die anderen davon auch hergeschickt? Das müssen doch eigentlich viel mehr sein. Ernsthaft? Der hat gerade angefangen, da was abzubauen. Boah, Mann. Können die nicht mal wenigstens einmal es lassen? Der hat echt keinen Anstand. Okay. Aber ich würde sagen, das war's erstmal von dieser Folge mit Age of Empires. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Im nächsten Part hoffentlich haben wir dann auch grün. Und tschüss. Bis zum nächsten Video. Na toll, was denn? Ernsthaft? Na gut, hier stehen ja wenigstens schon mal Truppen. Irgendwann wird er wohl weg sein. Irgendwann. Bis zum nächsten Part.